Ich darf Roland Pollard interviewen. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Hier auf dem Campus? Mm-mm. In Manhattan? Wir reden doch schon dauernd von so einem Wochenendtrip nach Manhattan. Das wird fantastisch. Können wir später vielleicht eine Kutsche? Wir kennen das alles schon ein bisschen. Das gleiche Thema variiert immer wieder, eigentlich seit Jahrzehnten durch Woody Allen's Film. Ashley, was ist los? Du wolltest mich doch vor 30 Minuten anrufen. Es sind immer diese jungen Männer bei ihm, die dann diese Frauen haben. Und irgendwie sind diese Frauen, haben so ihren eigenen Kopf. Und das ist alles sehr, sehr schwierig. Da das ihr erster Bericht wird, wie wär's da mit einem echten Bonbon? Hier schafft er es allerdings, einen ganz interessanten Dreh zu nehmen, denn nicht alle Frauen sind nur komisch verkopfte, schwierige Wesen, sondern diese Selena Gomez-Figur beispielsweise, die Shannon, die hat ihren Kopf schon richtig auf. Und willst du nicht vielleicht mal deinen Mund aufmachen? Ich habe eine Freundin, Shannon, ich kann das irgendwie nicht. Szene 19, Take 2. Und hier konfrontiert ihn ein bisschen mit seiner eigenen Privilegiertheit und mit seinem dieser ganzen Blase, in der er sozusagen wohnt und lebt und sein Leben bis jetzt verbracht hat. Auffallend ist, dass du dich nicht übers Geld deiner Eltern beschwerst. Was meinst du damit? Ich meine, du könntest dir einen Job suchen, ausziehen, dein Studium selbst finanzieren. Ja, jetzt was? Es gibt eine ganz tolle Kameraarbeit von Vittorio Storaro, italienischer Kameramann, der schon mit 3 Oscars ausgezeichnet wurde. Es ist ein 70-Millionen-Dollar-Film und Rawley ist super unzufrieden damit. Du nennst ihn Rawley? Ja, und Ted und ich, wir müssen ihn finden, bevor er einen seiner irren Anfälle kriegt. Und er arbeitet wahnsinnig viel mit warmen und kalten Licht. Das heißt, in den richtigen Momenten, wo die richtigen Pärchenkonstellationen zusammenkommen, ändert sich plötzlich auch die Beleuchtung und die Farben werden greller oder verblassen. Es wird sozusagen ganz subtil schon geführt, wer hier eigentlich mit wem sehr, sehr gut zusammenpassen würde und welche Konstellationen eigentlich gar nicht so richtig aufnehmen. Das ist einfach passiert. Wir haben dagegen angekämpft. Ja, den Kampf kann ich mir vorstellen. In jedem Hotelzimmer, auf jeder Matratze, auf der Rückbank, in jedem Tag. Es geht hier nicht um Sex. Die Frau an der Seite von Gatsby, mit der er da hinreist, ist Elle Fanning. Die heißt Ashley. Ganz, ganz außergewöhnlich geschrieben, weil man ist ja das Kind von außergewöhnlichen Eltern. Und diese Ashley ist wahnsinnig überdreht. Oh Gott. Sie sind Francisco Vega. Also die gibt wirklich... Ist das gut oder schlecht? Pausbäckig alles, was man irgendwie geben kann als Schauspielerin, um möglichst tapsig und verwirrt rüberzukommen. Wäre jetzt meine Mitbewohnerin hier, hätte sie einen Blutsturz. Sie hält sie für das Tollste seit der Erfindung der Pille danach. Ich auch. Ich spreche mit Francisco Vega, ich fasse es nicht. Und auch hier hat sie aber so ihren eigenen Kopf und fällt dann doch nicht in jede Falle rein, die man von, oh Gott, die ist ja nur ein blödes Dummchen, das da durch die Handlung stolpert, mitnehmen könnte sozusagen. Also das heißt, sie ist da schon ein bisschen schlauer gestaltet als Figur, als man das auf den ersten Blick erwarten würde, wenn man sie so... Ich sollte Bacchus weniger vergöttern. Ich werde dann hemmungslos, aggressiv, absurd. Hey, Ashley. Ich kann jetzt schlecht reden. Was bitteschön ist daran so geheimnisvoll? Es sei denn, da ist was im Busch mit den Jungs. Woody Allen hat ja mal mit der großen Faszination für Bergman angefangen. Klassischer schwedischer Autorenfilmer. Und dessen Faszination für die Beziehungsdramen sozusagen. Und was er immer wieder probiert, ist, sich irgendwie an seiner Idee von Bergman abzuarbeiten und an seiner Idee von, was machen Paare miteinander, wie funktionieren die Konstellationen miteinander. Mit dir auf der Straße. Und mein bester Freund. Das ist so ein Klischee, ich glaub's einfach nicht. Schieß nicht gegen Larry, er verehrt dich. Er identifiziert sich mit dir. Ich weiß. Er nimmt mein Aftershave und meine Frau. Ich glaube, ihn interessiert da wirklich rein, dieses völlig nach innen gewandte, wie agieren wir miteinander, wie reagieren wir aufeinander. Und das ist auch nur aus dieser einen Perspektive für gewöhnlich von diesen sehr privilegierten Menschen, die diese Probleme eben miteinander haben. Und er zieht das aber einfach so durch. Er ist ja momentan wieder am Film, also das heißt, es ist immer der gleiche Film, den er macht, aber in Variationen. Und manchmal kommt dabei was raus, was man sich sehr gerne angucken kann. Und das hier ist so einer, den man sich sehr gerne angucken kann. Es war ein kleines Interview von einer Stunde geplant und jetzt ist das ganze Wochenende geplatzt. Ich bin an einer Riesen-Story dran. Zieh deinen Mantel aus. Das geht nicht, ich habe drunter nichts an.